Herzlich willkommen zur Live-Session heute am Tag 3 des Corporate Learning 2025 MOOC-Athon. Wir haben ja am Montag schon ein bisschen was gehört von den Kollegen vom Bosch Training Center. Das Thema heute ist am Puls der Zeit bildet Netzwerke. Und wir sind ganz froh, dass sehr kurzfristig die Katharina, ich bin immer geneigt, Perschke noch zu sagen, Katharina Grenz Zeit hat, uns ein bisschen was zu erzählen. Bei mir ist so, ich habe wohl ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bandbreite. Das heißt, ich würde jetzt mein Video mal ausmachen. Dann müsste ich eigentlich gut zu verstehen sein. Ich hoffe, das ist der Fall. Könnt ihr mich gut hören? Ja, es war ein kleiner Aussetzer eben, aber mach einfach mal weiter, es wird schon Naja, gehen. jetzt ist das Videobild aus, jetzt müsste es besser werden. Genau, also erstmal, Katharina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute in so eine, ja, nicht ganz Vortragsrunde, sondern wir haben gesagt, wir machen mal so eine Frage- und Antwortrunde zu dem Thema Lernen im Netzwerk. Gerade die Kommentare mal durchgeschaut, die Eleonore Diarra, die fand den Titel schon gut und sieht Enterprise Social Networks als Basisplattform für agile und hierarchiedurchbrechende Unternehmenskultur. Also das ist eigentlich so ein Basiswerkzeug. Wir haben aber auch jetzt im MOOC an ein paar Stellen schon diskutiert, so von den Lernmenschen, Learning und Development Menschen, die sprechen ja eher über Learning Management Systeme. Ihr sprecht mehr über Enterprise Social Networks, Bosch Connect, und da wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten, wie die zwei Sachen vielleicht zusammengehen können und wo ihr da vielleicht auch schon Ansätze habt. Ich habe mir das so vorgestellt, ich habe jetzt die Mareike noch gar nicht gesehen, die wollte eigentlich auch mit dazukommen. Jetzt gucke ich da mal. Nee, die ist noch nicht in der Teilnehmerliste. Wenn, Mareike, könntest du dann kurz die Hand heben. Wir wollen möglichst viel Zeit den Leuten lassen, ihre Fragen zu stellen und darauf einzugehen. Nichtsdestotrotz, denke ich, macht es Sinn, wenn wir die Leute am Anfang mal so ein bisschen abholen. Ihr habt ja in der Präsentation sehr, sehr imposante Zahlen von Bosch Connect schon gehabt. Ihr seid seit 2012 unterwegs. Ihr habt dort 33.000 Communities, 4,8 Millionen Kontakte, über 2.000 Community Manager. Und ich denke, es macht Sinn, nachdem wir jetzt am Montag und am Dienstag viel über Bosch Learning Company Initiative, den Bosch Training Center gehört haben, dass man da oder dass du uns da einfach so einen kleinen geschichtlichen Abriss auch nochmal gibst. Wie ist es denn 2012 zu Bosch Connect gekommen? Was war da so die Initiative, der Treiber? Und wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Gut, im Endeffekt ganz kurz. Also das Zentralprojekt wurde 2012 gegründet, damals mit noch 18 Projektmitgliedern, mit dem Titel Enabling Enterprise 2.0 bei Bosch. Und dadurch wurde im Endeffekt auch die Toolentscheidung getroffen, ein Enterprise Social Network oder so wie wir es eigentlich lieber sagen, eine Digital Collaboration Plattform ins Leben zu rufen. Wir haben uns für IBM Connections entschieden, das heute oder hier bei uns Bosch Connect heißt, und die Zahlen hattest du ja schon genannt. Der Hintergrund war tatsächlich, dass wir gesagt haben, und da stimmen uns alle anderen Unternehmen vermutlich zu: If Bosch knows, use what Bosch knows. Das heißt, raus aus den Silos, hin in die Vernetzung, um einfach das Wissen, das die Bosch-Mitarbeiter haben, zugänglich zu machen, untereinander zu teilen, voneinander zu lernen, das Rad nicht permanent neu zu entwickeln und tatsächlich auch cross-funktional und länderübergreifend zusammenzuarbeiten, miteinander zu lernen und zu kommunizieren. Das ging, im Endeffekt ging es 2010 los mit den Diskussionen mit Projektfreigabe. Richtig gestartet sind wir 2012 und haben seitdem, denke ich, einiges auf die Beine gestellt, auch wenn, und das sage ich auch immer gern dazu, unser Weg natürlich noch nicht beendet ist. Vor uns liegt durchaus noch eine ganze Strecke Weg. Es gibt noch ein Drittel der Menschen, die wir bisher nicht erreicht haben. Wir brauchen, auch heute sehen wir immer noch viele Initiativen, wie zum Beispiel Working Out Loud, da kommen wir wahrscheinlich später zu, um einfach die Leute zu befähigen, diese Plattform auch effizient zu nutzen, für sie selbst gewinnbringend, für ihr Team gewinnbringend oder wertschöpfend so einzusetzen, dass es wirklich unsere Kollegen im Arbeitsprozess, also in der täglichen Arbeit, wirklich unterstützt und nicht eben so wie oft verbreitet immer noch so der allgemeine Irrglaube ist, eine Plattform zu haben, wo ich chatten kann. Ja, vielleicht für die Leute, wir hatten es in der Otto-Bock-Woche gesehen, dass die eine oder andere Firma so ein Enterprise Social Network bisher noch gar nicht hat. Vielleicht skizzierst du kurz, wenn ein Bosch-Mitarbeiter auf seinem Arbeitsplatz einen Browser aufmacht,
Wie stellt sich denn da generell das Intranet dar? Was sieht er da? Gibt es auch ein redaktionelles Intranet und wie bettet sich in den Kontext dann Bosch Connect ein? Und vielleicht auch, wie steht es zu Tools, die ihr auf dem Arbeitsplatz nutzt? Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch sowas wie E-Mail-Client, Word, Dateilaufwerke. Also wie ist da so die Position des ESN in dem Ganzen? Ja, da sprichst du jetzt natürlich mit einem sehr starken Befürworter und mit jemandem, der direkt dran sitzt an der Quelle. Ich glaube, wenn du bei uns in ein anderes Land oder in ein etwas kleineres Werk gehst, also je weiter weg von der Unternehmenszentrale, desto anders sieht die Welt aus. Das heißt, bitte das, was ich jetzt hier sage, nicht auf alle Boschler münzen oder für Bosch insgesamt, sondern das ist eine Momentaufnahme aus natürlich meiner doch recht persönlichen Perspektive oder vielleicht auch das, was ich natürlich hoffe, wir irgendwann auch erreichen können. Stand heute ist es so, wir haben natürlich eine Menge Tools und wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, One Fits All funktioniert nicht, auch wenn viele, und da gehöre ich auch dazu, sich das durchaus wünschen würden. Wenn ich morgens nur noch ein Tool öffnen muss und da alles drin ist, was ich für meine tägliche Arbeit brauche oder ich darüber alles erreichen kann, dann wäre mir natürlich sehr geholfen. Das funktioniert aber nicht, einfach weil die Anforderungen, die wir an unsere Software stellen, sehr unterschiedlich sind, von jeder Zielgruppe ganz anders genutzt werden müssen und wir damit natürlich dann eine ziemliche Toolvielfalt haben. Die Tools, die du angesprochen hast, also das, was in meinen Aufgabenbereich fällt, Digital Collaboration, sind natürlich die Next Generation Workplace-Dinge, das heißt Skype for Business, über das wir heute eingewählt sind. Wir haben OneNote und SharePoint als Dokumentenmanagementsystem im Einsatz. Wir haben noch ein Intranet. Das heißt, wenn ich den Browser, wir benutzen den Internet Explorer oder Mozilla, wenn ich da auf diese Heimtaste klicke, das ist bei Bosch dann voreingestellt, dann lande ich auf der Intranet-Startseite, wo mir Aktuelles aus dem Unternehmensgeschehen gezeigt wird und ich auch im Intranet navigieren kann, zum Beispiel auf unsere HR-Seiten oder auf ja, die verschiedenen Bereiche und was dort angeboten wird. Ich kann aber auch bei uns tatsächlich über das Intranet direkt auf Bosch Connect gelangen, ist bei uns oben im Header überall eingeblendet und habe so die Möglichkeit, ja, direkt in Connect und dort auf mein Profil und meinen Aktivitäten, Newsfeed, Activity Stream, sagen wir. Ich hoffe, ich werfe nicht, wenn ich zu viele Buzzwörter benutze, bitte gerne in den Chat fragen oder die Hand heben. Das heißt, ich kann dann dort auf mein Profil und meinen Aktivitätsstream zugreifen und kann dann da auch in meinen Communities arbeiten. IBM Connections bringt den Vorteil für uns, dass es eine Community-Komponente mitbringt, in der ich viele verschiedene Funktionen an- oder auch abschalten kann. Ich glaube, die Klassiker sind Blog, Wiki, Forum, Aktivitäten und Dokumente. Die kann ich quasi, das heißt, ich kann mir eine Community um ein Thema herum so bauen und mit den Funktionen ausstatten, wie ich und wie mein Team oder unser Team das dann benötigt und so maximal effizient im besten Fall das Thema bearbeiten über verschiedene Funktionen hinweg. Natürlich haben wir alle noch E-Mail. Auch ich war jetzt ein paar Tage offline, weil wir viele Events aktuell haben. Ich komme auch gerade von dem Event, deshalb danke für die etwas spätere Zeit an der Stelle, Joachim. Wir hatten es vorhin auf Twitter schon davon. Das heißt, auch meine Inbox ist gerade ein bisschen vollgelaufen. Ich bin aber, und das ist etwas, das ich sehr konsequent mache, ich bin über Bosch Connect schneller erreichbar als über die E-Mail. Das pflege ich auch sehr aktiv. Das heißt, E-Mails, ich bin schon ein sehr schneller Beantworter, aber ich lasse mir oftmals wirklich einen Tag Zeit und antworte auf Connect sehr viel schneller, um die Leute, die mit mir arbeiten, auch dazu zu bringen, sehr viel mehr über Connect zu machen und viel weniger über die Inbox. Einfach weil mir das den Vorteil bringt, wer mir ans Board postet und ich bin gerade tatsächlich nicht erreichbar, mein ganzes Netzwerk beantwortet dort auch Fragen. Das heißt, das muss oftmals noch nicht mal ich klären oder noch nicht mal ich bearbeiten, sondern die bekommen sehr schnell Hilfe, vielleicht nicht von mir, von anderen und sehen dadurch, wie dieser Mechanismus, dass viele helfen können und viele zur Verfügung stehen, um zu helfen, einfach einen Vorteil bringt, den ich in meiner Inbox so natürlich nicht habe. Ja. Wie macht ihr Ich das denn denke, mit das den Fragen, die hier hochpoppen? ja, Ich sehe die wollte ich gerade natürlich was links dazu am Rand. sagen. Moderierst du die oder soll ich mich drauf beziehen? Genau, ich sehe die auch schon. Ich habe zwei, drei Fragen noch vorbereitet, die sich so aus der Diskussion schon auf Colan ergeben haben. Die würde ich dir jetzt erst stellen und dann öffnen wir den ganzen Rest der Session als offene Q&A. Und dann können Annette oder Laura die direkt auch mit Audio stellen, wenn sie wollen, oder ich habe sie mir auch notiert und dann kann ich sie dir einmoderieren.
Okay, perfekt. Das heißt, ich konzentriere mich, dass ich in die Kamera gucke, mich jeder sehen kann und hoffentlich klar und deutlich hören kann. Perfekt, das können wir auch. Genau. Ein Thema, was aufgetaucht ist, ich meine, man spricht ja bei Enterprise Social Networks ja auch erstmal über Technik und über Tools, aber das, was ihr meiner Erinnerung nach eigentlich von Anfang an habt, sind so Prinzipien, die eigentlich wichtig sind. Wie arbeitet man denn mit so einem Werkzeug? Mit welcher Grundhaltung sollte man an so ein Werkzeug herangehen? Ich habe jetzt im aktuellen Foliensatz gesehen, die heißen momentan Digital Collaboration Principles, wenn ich mich richtig erinnere, hießen die auch schon mal Enterprise 2.0 Principles und auch schon mal Social Collaboration Principles. Oder sind andere? Erzähl mal da ein bisschen was zu der Historie. Wie seid ihr dazu gekommen, so Prinzipien zu definieren und wie ist da so die Evolutionshistorie dahinter? Okay, also wir haben sie tatsächlich aktuell umbenannt, ich glaube vor 3 Monaten. Sie hießen uns schon von Anfang an immer Social Business Principles, weil wir gesagt haben, die Art und Weise, wie wir intern und mit extern arbeiten wollen, ist ein Social Business, wobei wir Social noch nie mit sozial übersetzt haben, sondern in dem Fall tatsächlich ein Dinglish akzeptieren. Social beinhaltet im Endeffekt für uns dieses Gemeinsame und Zusammen. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch der Peter Schütt von IBM, der hat auch mal gesagt, er würde Social eher mit partizipativ als mit sozial übersetzen. Genau, richtig. Ich weiß nicht, dass Peter das gesagt hat, aber ja, genau, so übersetzen wir das auch. Wir haben die 2013 in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und nochmal in Zusammenarbeit mit den Bereichsvorständen der unterschiedlichen Geschäftsbereiche tatsächlich zusammen erstellt und zusammen erarbeitet. Und auch zusammen immer wieder angepasst. Das war ein recht langlebiger Prozess. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange es gedauert hat, aber gefühlt bestimmt ein Jahr, weil, und das ist so ein bisschen die Besonderheit, wir natürlich die Art, wie wir arbeiten, um 180 Grad zum Teil verändern wollten. Bosch aus der Historie heraus, wir sind fast 130 Jahre alt, kommt eher aus, klassisch, wir sind Maschinenbauer und da kommen wir auch her. Wir wandeln uns jetzt nach und nach zu einem Softwareunternehmen, das sich fit macht für IoT, also für das Internet der Dinge, für Industrie 4.0, das heißt, sehr viel stärker digital wird und in der digitalen Welt einfach andere Spielregeln gelten, um effizient zu sein. Ja. Früher, und ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, hat man einfach sich tatsächlich noch Dinge per Papier und Hauspost geschickt. Das war schön, da war das Arbeitsleben noch etwas entschleunigter und das hat mal eine Woche gedauert, bis ich eine Antwort hatte. Das funktioniert so heute nicht mehr. Und die Einzelprodukte, mit denen wir groß geworden sind, zum Beispiel eine Dieselpumpe, die verkaufen wir heute eher in einem System. Das heißt, zusammen mit vielen Sensoren, mit vielen Steuergeräten. Das heißt, die Zusammenarbeit ist heute schon sehr crossfunktional und bedarf daher einer gewissen Durchlässigkeit und einer Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen hinweg. Das heißt, eins dieser 8 Prinzipien, die wir erstellt haben, war Transparency as Default. Und das ist tatsächlich eine 180-Grad-Drehung für uns. Das heißt nämlich, dass jede Information, die beim Bosch produziert wird, in dem Moment, wo sie da ist oder generiert ist, per se erstmal offen ist. Und offen heißt nicht für die Welt, sondern offen heißt für Bosch intern. Und erst wenn ich feststelle, dass dadurch eventuell ein Schaden entstehen könnte, bekommt diese Information eine Schutzklasse. Das bedeutet aber, die Information per se ist nicht erstmal geschlossen und vertraulich und muss geheim gehalten werden, sondern per se ist sie erstmal öffentlich für die Bosch-Mitarbeiter da und steht den Bosch-Mitarbeitern zur Verfügung. Und erst später, wenn klar ist, was es bedeutet, kann es sein, dass dort eine Schutzklasse drauf liegt. Wir haben Schutzklassen von 0 bis 3. Und die Information ist dementsprechend klassifiziert. Das Das heißt, das bedeutet ist eigentlich so aber, der Übergang von, man nennt es oft ja Need-to-Know-Prinzip, also mit Berechtigungsgruppen versucht man Leuten nur das zugänglich zu machen, was sie für ihre Arbeit brauchen. Nur wie du jetzt sagst, kann man das heute eigentlich gar nicht mehr sagen, wer was braucht. Deswegen eher Prinzip Open by Default, also jeder hat alles im Zugriff, außer es gibt einen guten Grund, das nicht. genau richtig. Ja. Das Okay. bedeutet aber, dass wir deutlich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit setzen. Ja, das heißt, per se vertraut das Unternehmen seinen Mitarbeitern und das ist öffentlich und steht in diesen Prinzipien so niedergeschrieben. Und da können wir uns drauf verlassen und auch drauf berufen. Ja.
Ja, sehr spannend. Dann der zweite Bereich, mit dem ihr ja sehr stark auch in der Öffentlichkeit präsent wart, war das ganze Thema Community Management, wo man ja schon sagt, da gibt es eine sehr große Nähe eigentlich zum Enterprise Social Network, weil natürlich Communities treffen sich physisch. Ihr hattet auch vorher diese Bosch Experts Organization, verschiedene Offline-Communities, aber das kriegt natürlich mit der digitalen Möglichkeiten auch nochmal eine andere Qualität. Und hat er auch eigentlich erstmal gar nichts mit Technik zu tun, sondern ist er eher methodisch. Ja, ihr habt ja ihr Community Manager ausgebildet und da geht es um, wie macht man Community Facilitation, habt da, glaube ich, auch sogar die Möglichkeit, da richtig mit einem ERA-Profil offiziell und nicht nur neben der Arbeit Community Manager zu sein. Erzähl mal zu dem Abschnitt sozusagen der Geschichte auch ein paar Absätze. Ja, gut, IBM Connections bringt einfach diese Community-Komponente mit. Das heißt, ein Raum für Teams, die sich rund um ein Thema organisieren. Das heißt, Communities sind eher nicht, bilden keine Organisation oder ein Organigramm ab, sondern drehen sich alle um ein Thema. Und was wir relativ schnell, wir haben uns fast ein Jahr Zeit genommen, um zu pilotieren, ob wir das richtige Tool haben, was das Tool alles können muss, was wir an Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit dort effizient gearbeitet wird. Und wir haben am Ende der Pilotphase einfach gemerkt, es gibt Communities, die funktionieren extrem gut und es gibt Communities, die kommen irgendwie nicht so richtig in Bewegung oder da ist dann vielleicht ein, zwei Monate Bewegung und plötzlich ja, sind die nahe am Exodus. Das heißt, wir haben gemerkt oder wir haben analysiert, dass die Communities, wo jemand sich das Hütchen aufgesetzt hat und gesagt hat, hey, ich kümmere mich darum, ich bringe vielleicht Kollegen, die noch nicht genau wissen, wo ich klicke oder welche Funktion ich für was benutze oder wie ich da formatiere. Ich bringe denen bei, wie das geht. Ich kann das gut. Ich nehme die an der Hand und ich halte so ein bisschen auch das Team zusammen, schaue nach einer Struktur in der Community, sorge da ein bisschen für, ja, für Ordnung, für eine einfache Navigation. Das waren die Communities, die sehr erfolgreich waren. So, und wir kennen Community Management, ich glaube, seit 15 Jahren aus dem Externen, wenn nicht sogar noch länger, Simon, das weißt du aber viel besser als ich. Und wir haben im Endeffekt die Rolle des Community Managers intern genau so aufgesetzt und gesagt, okay, im Kontext Enterprise 2.0 wird immer von Selbstorganisation gesprochen. Wir wollen auch maximale Selbstorganisation fördern. Aber wenn Teams sehr groß werden und mit einer völlig neuen Art zu arbeiten konfrontiert werden, dann brauchen sie doch Unterstützung. Und so ein Community Manager eignet sich dort hervorragend, um eine ganz andere Art zu führen und eine ganz andere Art von, ja, von Lenkung, oder von Kümmern, dort den, Leuten zuteil werden zu lassen. So. Wir haben die Rolle Ja. formalisiert. Das, ist tatsächlich ein ERA-Profil in Deutschland. Das ist eine offizielle Rolle, die ich auch hauptberuflich machen kann. Wir haben auf Geschäftsbereichebene tatsächlich auch hauptberufliche Community Manager, die dann weniger operativ arbeiten, sondern eher strategisch beraten. Das heißt, im ganzen Geschäftsbereich auf der Suche sind nach Themen, die community-basiert sich besser abbilden lassen als so klassisch per E-Mail-Ping-Pong. Die, ja, die Community Manager, du hast gesagt, wir haben über 2000 mittlerweile, die wir sehen können, weil sie getaggt sind, also mit Schlagworten versehen sind, die in dem Geschäftsbereich so ein bisschen zusammenzuhalten, dafür zu sorgen, dass dort Erfahrungsaustausch stattfindet, dass die sich ab und zu treffen, seine Erfahrung aber auch an jüngere Kollegen weitergibt, die einfach noch nicht so lange dabei sind oder die Community Management einfach in also parallel zu ihrer eigentlichen Aufgabe so als Rolle nebenbei mitmachen. Wie man ja viele Rollen in der Organisation auch nebenher sozusagen noch mit haben kann, ne, mit ein paar Prozent seiner Zeit. Damit müsste eigentlich die Frage von der Angela Stotz auch beantwortet sein. Die hat nämlich gefragt, ob ein Community Manager bei euch ein eigenes Jobprofil hat. Ich denke, das ist damit beantwortet. Es gibt auch an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis und den weiterführenden Informationen. Wir hatten ja mal auf der CeBIT zusammen mit dem Ben Ellermann vom Bundesverband Community Management einen Podcast aufgenommen zu Community Management. Da habt ihr ja auch mit dem Bundesverband mal so ein Stellenprofil eines Community Managers entwickelt. Soweit ich weiß, ist das auf der bvcm.org-Seite auch offen zugänglich. Also wer da tiefer reingehen will, einfach mal nach BVCM und Community Management suchen oder eben den Podcast anhören. Genau, Letzte Frage, also bevor. ganz Ja, kurz sorry. dazu, Simon, das Ja. Stellenprofil heißt Corporate Community Manager. Also es gibt dort auch das White Paper für den Community Manager und den Social Media Manager, die sind sehr artverwandt. Aber das, worüber wir jetzt gerade reden, wir reden über den Corporate Community Manager, also den internen Community Manager.
Gibt es aber da kostenlos gleich mal den Download. Link rein. Und genau, haben die auch geschrieben. Ja, perfekt. Dass wir da keine Verwechslung haben, suche ich gleich den Link raus, packe den in den Chat. Letzte Frage, bevor wir dann Frage- und Antwortrunde für alle öffnen. Ich sag mal so, in dem ganzen Umfeld Digital Ad Corporate, der neueste heiße Scheiß, kann man sagen, ist Working Out Loud. Damit beschäftigen sich im Moment alle. Eine Methode, die gab es zwar vorher schon, aber so richtig bekannt jetzt gemacht ist sie worden durch John Stepper, der ja damals, mittlerweile nicht mehr, aber damals Verantwortliche für die Jive-Einführung bei der Deutschen Bank in den USA mit Sitz, der das Buch dazu geschrieben hat, gibt es eine Webseite dazu. Und das ist was, wo ihr ja auch schon sehr lange dabei seid, wo ihr sehr viel sogenannte Working Out Loud Circles habt, die natürlich auch auf Basis von Bosch Connect sozusagen operieren. Und das ist so neu, dass es noch nicht mal in der Präsentation von heute Morgen auftaucht. Deswegen glaube ich, macht es Sinn, gerade weil es jetzt im Muckathon an ein paar Stellen ja auch schon aufgetaucht ist, Working Out Loud. Es gibt ein paar Circle, die sich gegründet haben, dass du da mal noch ein bisschen erzählst, wie seid ihr zu Working Out Loud gekommen und wie stellt sich das bei euch im Moment dar? Ja, Working Out Loud, also so neu ist der Scheiß gar nicht, aber dass wir ihn machen, ist relativ neu. ich habe Working Out Loud in 2013 das erste Mal gefunden und da wird mir Ellen Trude, ich sehe sie hier im Chat, auf jeden Fall zustimmen. Wir haben damals uns damit beschäftigt, wie wir Community Manager ausbilden. Und im Endeffekt ist die Basis für einen guten Community Manager die richtige innere Haltung, also das richtige Mindset, was beinhaltet, die Bereitschaft zu teilen, anderen zu helfen, zu netzwerken, sich gut zu vernetzen, Informationen weiterzuleiten, Leute zusammenzubringen. Das ist im Endeffekt die Basis eines Community Managers. Und wir haben, als wir damals die Schulungen aufgesetzt haben, inhaltlich, sind wir schon über Working Out Loud gestolpert. Damals gab es aber die Methode noch nicht, diese Circle-Methode. Ich weigere mich auch bis heute Zirkel dazu zu sagen im Deutschen. Wir bleiben bei Circle. Wobei ihr doch bestimmt Qualitätszirkel auch schon habt, oder? Das ist doch eigentlich, Zirkel ist doch eingeübt. Ja, und es kommt jetzt der Film ins Kino, der Zirkel, der ist aber wirklich richtig negativ besetzt. Das okay, ist, ja, ich werde oftmals darauf hingewiesen von deutschen Kollegen, die das Buch gelesen haben, dass es da jetzt plötzlich ein paar Berührungsängste gibt. Deshalb bleiben wir beim Circle. John Stepper hat ein Buch darüber geschrieben, Working Out Loud, kann ich auf Amazon einfach kaufen, kann ich auch wirklich jedem raten. Ist wirklich ein Augenöffner, wenn es darum geht, sich über die Social Media Kanäle zu vernetzen und zu netzwerken. Wir haben damit begonnen im Juni 2015, weil 2013 gab es die Methode noch nicht. Die gibt es erst seit 2014, so viel ich weiß, zumindest öffentlich. Und 2015 habe ich die Methode mit einer Kollegin zusammen erstmal an mir selbst ausprobiert. Das heißt, wir haben in unserer Freizeit, sind wir Mitglieder eines Circles geworden. Und ich glaube, in Woche 3 habe ich meine Kollegin angerufen und habe gesagt, du, wir brechen das ab. Oder besser gesagt, wir machen weiter, aber wir fangen zeitgleich und jetzt sofort an, das zu Bosch zu bringen, das Konzept. Wir brauchen das unbedingt. Für mich ist das eine Antwort darauf oder ein großer Enabler für die Nutzung unserer Digital Collaboration Plattform Bosch Connect. Weil, und das Phänomen wird jeder verstehen, der so ein ESN eingeführt hat. Am Anfang mit den Early Adaptern, mit den ersten Enthusiasten kann man sehr, sehr viel bewegen und kann man auch wirklich sehr viel gestalten. Wenn es dann aber darum geht, die Kritiker auf das System zu bringen und egal wie viele gute Argumente man hat, man ist einfach doch schon ein Stück voraus in dem, was man da tut und in der Art zu arbeiten. Und es kommen aber jeden Tag immer wieder neue Nachzügler nach. Und irgendwann, zumindest geht es mir so, verlieren wir die aus den Augen. Und es wird recht schwierig, die im Nachhinein, also nachdem man das 5 Jahre gemacht hat, auch noch onzuboarden. Das tut mir persönlich dann immer sehr leid, aber der Abstand zwischen den komplett Neuen und uns ist mittlerweile einfach groß geworden. Und die klassischen Trainings greifen an der Stelle auch nicht. So, und Working Out Loud ist eine Möglichkeit, oder besser gesagt, ist die simpelste Möglichkeit bis heute, für mich ganz persönlich, um rauszufinden, wie mein Enterprise Social Network in der Firma funktioniert. Um mich intern virtuell mit Boschlern oder mit Kollegen zu vernetzen. Um zu lernen, wie ich teile, was ich teile und wo ich es teile. Und zwar so, dass es Mehrwert bringt, nicht nur für mich, sondern für andere. Ja. So, und das mag sein, dass das der neueste heiße Scheiß ist. Es wird gerade relativ gehypt, wobei ich würde das gar nicht als Hype sagen. Es ist einfach
Diese Methode ist so einfach und geht so schnell und kostet so wenig Zeit und basiert zu 100% auf intrinsischer Motivation. Ich habe noch nie, und ich mache diesen Job nun wirklich schon lange und bin, Simon, wir kennen uns, ich weiß nicht wie lange, aber in den Social Networks bestimmt seit 15 Jahren mittlerweile aktiv. Ich habe noch nie eine Gebrauchsanweisung gesehen, die so simpel ist, so viel Spaß macht und mich in diese Welt einführt, Schritt für Schritt, in meiner völlig eigenen Geschwindigkeit, auf den Kanälen, die mir helfen bei meiner Zielerreichung oder bei dem, was ich machen möchte, die so simpel ist in, wie gehe ich denn auf jemanden virtuell zu, den ich überhaupt nicht kenne, die so kleine Übungsaufgaben haben, dass ich mich da wirklich langsam rantasten kann an das Thema. Also das ist einfach, merkt man mir an, das habe ich noch nie erlebt. Ne? Ja. Ja, und hört mit den ES... Ist ja, glaube ich, auch, wenn man sozusagen über Netzwerkorganisation nachdenkt, so ein Gehirn, was wir alle zwischen den Ohren tragen, das wäre ja ziemlich nutzlos, wenn die einzelnen Gehirnzellen nicht feuern und sich vernetzen würden. Und eigentlich ist ja genau WOL so ein Mechanismus, um jeden Mitarbeiter als eine Gehirnzelle eines großen Bosch oder wie auch immer Unternehmensgehirns zum Feuern zu bringen und sozusagen aus dem Versteckten, ich feuer nur an drei andere Zellen per E-Mail oder per SMS heraus, sozusagen in die große weite Welt auch betragen. Ja, und da hängen ganz viele Faktoren einfach dran, warum das nicht so einfach mal funktioniert. Ne? Weil wenn ich heute als Mitarbeiter mein ESN betrete und ich bin vielleicht neu im Unternehmen oder neu im Bereich und ich poste was, dann sieht das halt erstmal keiner, weil ich noch gar kein Netzwerk habe, die das überhaupt zur Kenntnis nehmen können. Das heißt, dann sage ich, oh, ich habe ja was gemacht, was passiert halt nichts. Ne? Das ist so ein Phänomen, was uns auch heute immer noch wieder begegnet. Ne? Dann sehe ich Leute oder treffe Leute, die gehen auf das ESN und sind erstmal lost, weil das mittlerweile einfach voll ist, voll mit Content, voll mit Leuten und die Navigation eben nicht ganz intuitiv ist. Das ist kein Facebook, das wir da haben, sondern das ist ein Zusammenarbeitstool. Das passt zum Bosch, ist natürlich dadurch relativ komplex und kann viele Dinge. Wenn ich jetzt aber nicht der Digital Nerd bin oder grundsätzlich vielleicht mit solchen Systemen keine Erfahrung habe, dann verliere ich mich erstmal. Dann habe ich einen Aktivitätenstream, der ist voll mit Nachrichten, die mich gar nicht interessieren. Und ich weiß gar nicht, wie filter ich denn, wie suche ich denn effizient, wie bewege ich mich denn sicher in dieser Welt. Und auch heute immer noch haben die Leute Angst, dieses Huch, da können mich ja jetzt 400.000 Leute sehen oder 300.000, die bei uns Zugriff auf das System haben. Ne? Wenn ich mich da jetzt, was, wenn ich da einen Rechtschreibfehler reinschreibe, was, wenn ich da eine Frage stelle, oh Gott. Ich glaube, wenn man die Gehirnmetapher weiterspinnt, ihr habt ja sehr schön in den Folien von heute Morgen auch diese Enterprise Adoption Treppenstufen sozusagen, also die Reife gerade über die Zeit. Ne? Und wenn man jetzt sozusagen anfängt, sowas zu nutzen, ist es, glaube ich, auch wie bei einem Kind, da sind natürlich auch noch nicht alle Hirnareale so vernetzt, wie das vielleicht mit 40, 50, 60 Jahren der Fall ist. Und genau das muss ich halt einfach auch erst ausprägen und muss durch Lernschritte quasi gebildet werden. Ja. Ich würde jetzt mal in die offene Frage- und Antwortrunde übergehen, denn Joachim oder Karl-Heinz würde ich bitten, die Teilnehmer sozusagen auch als echte Teilnehmer freizuschalten, sodass diejenigen, die wollen, gerne auch ihr Mikrofon einschalten können und ihre Frage auch direkt live stellen können. Ich würde alle bitten, die gerade nichts sagen, ihr Mikrofon stumm zu schalten, damit wir da keine Hintergrundgeräusche haben, und würde einfach als erstes mal eine Frage noch einstreuen von dem Frank Haberle, die kam aus dem Chat. Der hat nämlich gefragt, wie sieht bei Bosch die Betriebsvereinbarung zu Working Out Loud aus? Also habt ihr da eine Betriebsvereinbarung geschlossen oder ist das einfach jetzt eine Methode, die im Kontext von Bosch Connect einfach eingestreut wird, aber keiner Mitbestimmung oder keiner Regelung bedarf? Also ich war natürlich, als wir das Thema angefangen haben, bei uns bei den Legals und habe gefragt, inwieweit wir den Betriebsrat involvieren müssen, erstmal aus rein rechtlicher Sicht, und wurde dann informiert, brauchen wir nicht, weil Working Out Loud ist ein Mitmachprogramm, das allen offen steht, das toolunabhängig ist, das altersunabhängig und kulturunabhängig ist und das auf Freiwilligkeit beruht. Das heißt, wenn der Mitarbeiter entscheidet, dort mitzumachen, dann macht er mit. Und wir helfen ihm und bieten ihm eine Plattform an, wo er ganz unterstützt sich diesem Thema widmen kann. Ja, super. Das heißt, der Betriebsrat muss in dem Fall nicht eingebunden werden. Es bietet sich aber immer an, dem Betriebsrat zu sagen, was man gerade davor hat und was man macht. Ich habe relativ früh unserem Betriebsrat Bescheid gesagt und es stand auch irgendwie mal auf einer Agenda, ist aber, glaube ich, aufgrund der Wichtigkeit vieler anderer Themen leider wieder runtergefallen.
sodass ich noch nicht die Möglichkeit hatte, das unserem Betriebsrat hier in unserer Umgebung vorzustellen. Es sind aber mehrere Betriebsräte und Rätinnen, an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an eine Kollegin, falls sie zuhört, die an Working Out Loud Circle teilgenommen haben und das für gut befunden haben. Und die haben das in der Community auch so verblockt. Die haben gesagt, hey, ich bin vom Betriebsrat oder das geht bei uns aus den Abteilungsabkürzungen auch hervor. Und die haben tatsächlich geschildert, was sie dort erlebt haben, mit welchem Ziel sie dort drin in diesem Circle, an dem sie teilgenommen haben und was sie erreicht haben und wie es ihnen dabei ging. So, das heißt, durch die eigene Teilnahme der Betriebsräte haben wir im Endeffekt das Gütesiegel gut bekommen. Und ich denke, damit ist das Thema Betriebsvereinbarung endgültig und vollständig vom Tisch. Ja, sehr gut. Ist denn jemand da, der jetzt seine Frage per Audio stellen mag? Weil sonst würde ich einfach die Fragen mal weiter durchgehen. Ja, wenn man mich jetzt hört, ja, würde ich gerne eine Frage stellen. Hier ist die Laura Beck von TÜV Süd und wir sind momentan an einem sehr spannenden Moment. Wir werden nämlich ein ESN, also in unserem Fall wird es Yammer sein. Das gibt es gerade schon in so einer inoffiziellen Variante und das wird in den nächsten Tagen offiziell werden. Und wir führen gerade diese Diskussion, wie viel Selbstorganisation funktioniert. Also momentan kann einfach jeder eine Gruppe anlegen und jeder tun, was er möchte so. Und wie viel Community Management, wie viel Organisation, wie viel Struktur und Steuerung brauchen wir da drin? Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was sind so die Erfahrungen und was sind Fehler, die man vielleicht jetzt in dieser Phase vermeiden sollte? Und was ich auch gerade ganz spannend fand, eben dieser Abstand zwischen denen, die sozusagen da sehr früh reinspringen und denen, die sich da nicht so hintrauen. Das ist ja was, was wir momentan noch nicht haben. Und gibt es da vielleicht auch Techniken, sowas zu vermeiden von vornherein? Okay, das ist jetzt natürlich eine riesige Frage, über die ich noch 3 Tage philosophieren kann. Ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass das ganze Thema ESN einen sehr starken Sponsor hat, der tatsächlich im Top-Management ist, der als Role Model dient, der vorangeht, der dort sichtbar ist, der dort erreichbar ist und der den Leuten einfach so ein bisschen die ersten Hemmschwellen abbaut. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, dass der Betriebsrat natürlich dabei ist, dass er das mitverfolgen kann, vielleicht mitgestalten kann. Wir haben auf unserem ESN ist die Betriebsrats-Community eine der größten und auch der aktivsten. Ja, einfach, dass da ein Anlaufpunkt ist, um zum Beispiel auch mal kritische Themen zu diskutieren. Ja. Dann würde ich immer sagen, Reverse Mentoring ist ein sehr, sehr großer Enabler. Einfach, dass man junge Enthusiasten, die sich gut auskennen, dort frühzeitig, ich sag mal, anbietet, die einfach helfen, die unterstützen, die da sind, die präsent sind und die dann auch gerne mal Top-Management oder Manager oder ja, Leute eher aus den hierarchischen Ebenen an die Hand nehmen und zeigen, was man damit machen kann und sie vielleicht auch dazu bringen, dort aktiv zu werden. Dann hilft uns, wie gesagt, die Rolle des Community Managers extrem weiter. Ich befürworte das sehr, sehr stark, solche Rollen auch zu schaffen und zu haben. Das sind keine Kontrollettis und da verwehre ich mich ganz extrem dagegen, dass die eine Ordnungsfunktion oder so eine Aufpasserfunktion haben. Die sind wirklich eher als Guides zu verstehen, die Leute an die Hand nehmen, befähigen, die ansprechbar sind, wenn ich eine Frage habe, ob ich das da jetzt posten kann oder nicht, ob das eine Schutzklasse hat oder nicht, ob man das so sagen kann oder darf, die einfach da sind und den Leuten Sicherheit in erster Linie mal geben. So. Und ansonsten gibt es jede Menge tolle Aktionen, die man machen kann, die auch wir immer noch machen. Wir haben lange Zeit monatlich sogenannte Bosch Connect Around the World Challenges gemacht, die einfach zum Mitmachen einladen. Ja. Die einladen zum Mitmachen, um sich mit Leuten zu vernetzen, sich zu taggen, andere zu taggen, ihr Profil auszufüllen, mal kleine Beiträge zu posten. Da gibt es einen wahren Fundus an Aktivitäten, die man tun kann, um dort Leute zum Mitmachen, zum Ausprobieren anzuregen, aber das tatsächlich in so einem recht geschützten Setting von einem Wettkampf oder von einer, ja, Wettkampf ist blöd, von einer Challenge, also so einer Mitmachaktion, die dann Spaß macht und auch nicht ganz, nicht schwierig ist und einfach zeigt, was das Ding kann und wie wir das auch nutzen wollen. Ja. Super, vielen Dank. Vielleicht noch ganz konkret, kann ich als Bosch-Mitarbeiter jetzt jederzeit einfach eine Gruppe anlegen in diesem ESN? Ja. Okay, ja. Cool. Danke. Eine offene oder eine moderierte Community kann jeder Bosch-Mitarbeiter gründen, quasi sofort. Das ist in 2 Minuten ist das Ding da.
Wenn ich eine geschlossene Community möchte, muss ich tatsächlich mittlerweile einen Workflow durchlaufen, in dem mein Abteilungsleiter oder mein Kostenstellenverantwortlicher diese Community dann freigibt. Das hat einmal datenschutztechnische Gründe, zum einen, zum anderen, aber auch ganz klar unser Ziel, nicht mehr als 20% oder 30% maximal geschlossene Communities überhaupt auf Bosch Connect zu haben. Ja, ja, weil wir wollen in die Vernetzung und in die Offenheit. Schönes Beispiel für Open by Default als Prinzip. Ja, genau. Ja. Genau. Ich bringe mal eine Frage aus dem Chat jetzt noch mit ein. Der Martin Geisenheimer hatte gefragt, wie kriegt ihr denn die Leute in die WOL-Circles rein? Also wie kriegen Bosch-Mitarbeiter mit, dass es sowas wie Working Out Loud gibt? Wie finde ich meine 3 bis 4 Mitstreiter, die in dem Circle sind? Wie ist das organisiert? Oh, ganz vielfältig, ehrlich gesagt. Also zum einen haben wir eine sehr, sehr große und sehr lebhafte Working Out Loud at Bosch Community, die ist öffentlich. Da passiert einiges, da berichten wir immer wieder, was wir machen, wo wir waren, wer gerade gestartet hat. Da fragen wir Feedback ab. Da sammeln wir auch die Erfolgsgeschichten der Leute ein, weil wir und man bekommt ein Buch, wenn man seine Erfolgsgeschichte dort postet. Wir nennen cool. das My Personal WOL Moment. Konnte man auf Twitter auch sehen. In der WOL Week haben wir da relativ viel gepostet. Das ist mal so das eine. Das zweite, und deshalb, da komme ich gerade her, wir waren heute auf einer sehr, sehr großen Veranstaltung. Heute war BPS-Tagung, wo sich einmal oder alle 2 Jahre unsere Fertiger und Logistiker treffen. Das waren 550 Menschen und wir waren da. John Stepper war da, der Autor und Erfinder im Endeffekt der Methode. Haben einen Vortrag gehalten, haben einen Workshop mit den Anwesenden gemacht. Das war der größte Working Out Loud Workshop ever, also bisher jedenfalls. Und dann ist es relativ simpel. Ich kann das mal in die Kamera halten. Die Leute schreiben dann einfach ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse auf ein Stück Papier und geben uns das mit und wir versorgen sie mit weiteren Infos. Laden sie in die Community ein und bei uns kann man in der Community direkt auf den Button drücken. Da geht eine Wiki-Seite auf, da kann ich mich für einen Circle registrieren. Und zwar basierend auf den Parametern, möchte ich einen Circle lokal, also face-to-face oder virtuell machen. In welcher Sprache möchte ich das tun? Am besten an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit. Und basierend auf diesen Parametern setzen wir dann Circle zusammen. Je diverser, desto besser. Und immer wenn wir 4 bis 5 Leute zusammen haben, fragen wir die Gruppe quasi an, wer von denen Facilitator, oh Gott, jetzt bin ich langsam durch hier, wer von denen das Community Management übernehmen möchte. Und dann kann der Circle starten. Wir stellen denen eine geschlossene Subcommunity zur Verfügung. Geschlossen deshalb, weil Lernende immer ein geschütztes Umfeld benötigen. Gerade wenn sie so die ersten Schritte machen, das zum Beispiel ist etwas, das der Betriebsrat benötigt und was ihn sehr freut, wenn wir das leisten können. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Ja. Man kann sich auch als 5er-Team bei uns melden, dann helfen wir beim Start. Ganz unterschiedlich. Aber der beste Weg sind tatsächlich solche Veranstaltungen. Ich habe das gerade mal ausgezählt. Von 550 Teilnehmern haben sich 183 Teilnehmer gemeldet, um an einem Circle teilzunehmen. Das heißt fast 50%. Die kriegt man mit keinem Newsletter hin, ja. Genau. Nein. Genau. Ich habe im Kopf noch 160 Circle, habt ihr durchgeführt, wahrscheinlich schon ein paar mehr mittlerweile. Wir haben gerade 146 gestartet, wobei jetzt kommt die neue Flut dort auf uns zu. Ich kann dir gerne morgen eine konkrete Zahl sagen, wobei ich glaube, das spielt keine Rolle. Also wir sind bei über 150 Circles, über 500 Leute, die schon durch sind, weil so ein Circle dauert 3 Monate. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist einfach eine gewisse Zeit, die das in Anspruch nimmt. 12 Wochen. 12 Wochen deshalb, weil ich tatsächlich meine Einstellung und meine Art zu arbeiten ändere und Gewohnheiten ändern dauert ein bisschen. Das heißt, nein, es geht nicht in 6 Wochen und nein, wenn ich mich 3-mal die Woche mit meinem Circle treffe, dann bekomme ich das so auch nicht hin. Ja. Genau. Gibt es denn noch jemand, der seine Frage direkt stellen will? Ja, hallo, hier ist Michael Otto von der Meyer AG. Schieß los, Michael. Meine Frage geht jetzt in die Richtung, weil ich da aktuell auch angefragt wurde. Wie sieht es denn eigentlich aus, wie misst Bosch denn überhaupt den Erfolg von WOL, also so in harten Zahlen? Wir wissen zwar alle, dass es für diese Themen schwierig ist, ein ROI zu ermitteln, aber gibt es da
schon eine Möglichkeit, dass man hinterher zum Management geht und sagt, hier, das bringt wirklich was, das bringt dann auch der Firma was, das wollen wir unbedingt weitermachen. Wie klappt das da bei Bosch? Und ich glaube, jetzt ist Katharina gerade rausgeflogen. Ja, ich sehe im Moment ihr Bild noch und sehe sie gemutet. Weiß nicht, Karl-Heinz, Joachim, habt ihr irgendwas mitbekommen? Ist sie rausgefallen? Ich sehe sie draußen, ja. Ja. Warten wir einen Moment, bis sie wieder kommt. Ja. Vielleicht Michael, zu deiner Frage noch, in dem letzten Blogpost von der Kata hat sie ein paar Informationen reingegeben zu einer Evaluation von Working Out Loud. Ja, okay, ich gucke es nochmal rein. Sie schreibt gerade auf WhatsApp, sie kommt nicht mehr rein, ob ich ihr den Link schicken kann. Moment, das kann ich natürlich. Ich bin immer wieder erstaunt, auf wie vielen Kanälen der Simon immer gleich beobachtet. Hochachtung. Naja, bei so Sachen, da ist man ja immer so ein bisschen alarmiert, ne? Weil so technische Dinge kann es natürlich immer geben, was blöd ist. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie Fragen jetzt vielleicht im Chat sind, die wir ohne sie besprechen können oder sammeln können. Ich weiß nicht, ob da jemand Erfahrung schon hat. Claudia Hafenmeier hatte gefragt, ob es Vorgesetzte gibt, die die Teilnahme von Mitarbeitern an WOL-Circling kritisch sieht. Ich würde sagen, das gibt es auf jeden Fall. Also ähnlich wie generell bei sozialen Medien gibt es da natürlich viele, die das als Zeitverschwendung, Spielerei und so weiter sehen. Ich weiß nicht, ob jemand der Anwesenden da aus seinen Organisationen vielleicht auch Erfahrung hat, die er gerne hier teilen möchte, solange wir warten noch. Ja, also da könnte ich gern auch was dazu sagen, Laura Beck nochmal. Ja. Wir haben diese Diskussion tatsächlich auch und ich hatte gerade ein ganz interessantes Gespräch, wo auch nochmal darauf hingewiesen wurde, dass das halt auch sehr mit der Rolle der Person zusammenhängt. Also in dem Moment, wo die Personen in Teams sind, wo es wirklich sehr aufs Netzwerken ankommt, die eher so, sage ich jetzt mal, Wissensarbeiter sind, wird es eher entspannter gesehen. Bei Führungskräften, die jetzt ein Team haben, das halt abarbeitet bestimmte Tätigkeiten, vielleicht einfach E-Mails abarbeitet, Anmeldungen abarbeitet, was auch immer, wird es eher kritischer gesehen. Und das finde ich, also das muss ich sagen, kann ich auch ganz gut nachvollziehen, dass da halt eine Führungskraft dann eher hinterher ist und sagt, eure Arbeitszeit, wir bezahlen euch für eine ganz konkrete Tätigkeit. Das ist vielleicht weiter oben in der Pyramide dann nicht mehr so stark so und da sieht man vielleicht auch eher den Nutzen von solchen Methoden. Mhm. Also das wäre jetzt unsere Erfahrung damit. Aber ich wäre auch neugierig, wie das in anderen Unternehmen gehandhabt wird. Ja, also wenn Marc, kann gerne noch jemand mit reinspringen. Ja, hier ist Matthias, hallihallo. Vielleicht einfach meine Erfahrung dazu. Ich bin zwar externer bei einer Firma tätig, die genau an diesem Wechsel steht. Dem Wechsel von bisher, ich sage mal, Fürstentümern, meine Abteilung, mein Wissen, mein Denken, hin zu mehr vernetztem Arbeiten, weil aufgrund von Reduzierungen von Mitarbeitern, Zusammenfassungen, Ähnlichem, jetzt einfach auch ein überregionales und auch teilweise fächerübergreifendes Zusammenarbeiten notwendig ist. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass gerade, das war ja vorhin auch schon mal genannt worden, wenn man auf einen High-Level-Befürworter hat, einen Sponsor hat dafür, einen jemanden, der es wirklich sagt, hey, ich bin hochpositioniert und ich will das. Ich will, dass das vorangetrieben wird als weiteres Angebot, jetzt ohne zu erwarten, dass das, weil das ist leider manchmal auch die Erwartung nach dem Motto, wir schicken jetzt eine Nachricht raus und dann läuft das. Nein, sondern der einfach sagt, Mensch, wir etablieren das jetzt Stück für Stück zu den bisherigen Strukturen und meine Erfahrung damit ist, dass es so um die 20-25% gibt, gerade auch jüngere Leute, die sagen, na endlich. Es gibt 30% der Leute, so Pi mal Daumen, die in der Firma gesagt haben, Teufelswerk geht ja gar nicht und 50% stehen dem Ganzen erstmal sehr neutral gegenüber. Und diese 50%, und das ist meine Erfahrung, bekommt man darüber, dass man es situationsbedingt, wann es für sie einen Nutzen ergibt, sie damit in Verbindung bringt und dann Angebote macht und sagt, Mensch, guck mal hier startet jetzt ein neuer Working Out Loud Zirkel. Oder erklären wir dir das in einem geschützten Raum, also so, dass du das lernen kannst, wenn du das willst, und zwar an deinem konkreten Fall.
Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass den Leuten, die Leute da Stück für Stück, das ich nenne es mal neutrale Masse, zumindest zur die Nutzung näher zu bringen, ja. Und den Mehrwert, den sie dann selber erkennen, das geht dann über Mundpropaganda wieder rum, wie du weißt noch nicht. Einer der für mich aber wichtigsten Punkte bei so etwas ist, dass diese ganzen Foren und Ähnlichem, dass die alle sehr zentral gefunden werden können. Ich habe das in einer Firma das Problem, dass es dort mehrere Systeme gibt und die Leute gar nicht mehr wissen, was sie jetzt in welchem System finden. Also wirklich zu sagen, es gibt ein System, das ist gewollt, das ist unterstützt und darin findest du es. Das ist nochmal einer der sehr zentralen und wichtigen Punkte aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade von Katharina eine WhatsApp gekriegt, eine Minute braucht sie wohl noch, dann ist sie wieder drin, woran auch immer das hängt. Ich habe gesehen, Alexander Preis von Bosch und auch der Fabian, ihr seid ja auch noch mit in der Session. Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr euch in der Zeit, bis Katha wieder da ist, mal kurz unmuten und so kurz reflektieren, aus Sicht jetzt der Trainingsorganisation, aus Sicht des formalen Lernens. Wie stellen sich denn da so Methoden wie das Community-basierte Lernen, Bosch Connect, die Vernetzung, Working Out Loud da? Was denkt ihr, was kann das für eine Rolle im Corporate Learning der Zukunft spielen? Das Schöne ist, dass nicht nur Fabian und ich da sind, hallo an die Community, hallo. Sondern auch die zwei Projektverantwortlichen für Community-Based Learning. Ah, sehr gut. Und die freuen sich, deine Frage zu beantworten, Timo. Ja, dann schieß los. Ja, Heike und der Matthias, wir beschäftigen uns gerade verstärkt mit den Fragen, wie wir Communities stärker einbinden können, um unsere Lernlandschaft auszubauen, um unsere Trainingsportfolios zu bereichern. Und wir hoffen eigentlich, dass wir das Lernen näher an den Lernern tatsächlich bringen können, die Konzepte wieder mehr in den Fokus dessen rücken können, was der Lerner tatsächlich lernen möchte und wie er lernen möchte. Also mehr Selbstbestimmung in die Konzepte zu bringen. Und wir schauen uns auch gerade das Working Out Loud an, haben da gerade unsere erste interne Session dazu gemacht, ein bisschen uns angeschaut, was die Katha heute auch nochmal vorgestellt hat. Und wir haben gesagt, eigentlich glauben wir, dass das eine ziemlich coole Methode ist, um Leuten die Chance zu geben, sich wirklich mit Dingen zu beschäftigen und sich weiterzuentwickeln, die sie persönlich betreffen. Wir müssen aber ehrlich zugeben, dass wir an dem Thema, wie passt das zu einem Corporate-Angebot und wie kriegen wir das unsere Lernlandschaft rein, noch ziemlich am Anfang stehen und eher Fragezeichen haben, obwohl uns das Konzept und die Idee dahinter sehr, sehr gut gefällt. Aber für Corporate-Landschaften, die sehr thematisch aufgehängt sind, sehr formal aufgehängt sind, ist es, glaube ich, eine Herausforderung. Matthias? Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich stimme da auch definitiv den Kommentaren zu, beispielsweise von der Frau Trude, wo sie sagte, dass WOL in den Trainingskatalog aufzunehmen momentan wahrscheinlich eher kontraproduktiv wäre. Also wir sehen da auch so unsere Hürden. Ich finde es aber sehr interessant, dass ein Punkt aufkam, nämlich wie es erklärt werden könnte, dass sowas wie WOL oder Ähnliches innerhalb der Arbeitszeit gemacht werden könnte. Und das ist eine Diskussion, die bei uns immer wieder aufkommt, nicht nur bezüglich WOL, sondern verschiedener Maßnahmen, die eher im informellen Bereich sind oder die jetzt vielleicht auch nicht so im ersten Moment irgendwie nutzbildend scheinen oder wo der Lernerfolg erstmal, undercover bleibt. Und ich denke, da ist bei uns einfach so, gerade jetzt auch bei uns in der Abteilung, spreche ich jetzt einfach mal für, schon das Mindset da, dass das definitiv Teil der Arbeitszeit ist. Das Lernen, das Weiterbildung, Fort- und Weiterbildung einfach ein integraler Bestandteil des ganz normalen Arbeitsalltags ist. Was sich für uns aber mit Sicherheit auch einfacher gestaltet, als es jetzt beispielsweise für den Fließbandmitarbeiter, der den Tag in der Produktion verbringt, ist. Aber auch da versuchen wir eben solche Konzepte weiter mit unterzubringen und sind wir eben jetzt auch beispielsweise im Community-Based Learning dann durchaus mit drin, dass wir dort aktuell mit verschiedenen Interessenten versuchen, solche Konzepte auch in die Produktion reinzubringen und dort Regelungen zu finden, wie man das eben sinnstiftend gestalten kann, dass Personen durchaus ihren Arbeitsalltag am Band verbringen, aber dann durchaus auch an solchen Maßnahmen teilnehmen und die Möglichkeit haben, damit zu machen. Ich habe jetzt gerade die formale Weiterbildung auch angesprochen. Ein paar Mal ist auch Schlagwort Weiterbildungskatalog, Kurse im Chat schon gefallen. Wenn man mal von WOL absieht und mal auf diesen
Aspekt der Communities schaut, also so Lerncommunities, Lerngruppen, die könnten ja auch im Kontext jetzt von Blended Learning Maßnahmen eine Rolle spielen, wenn ich so ganz typische Trainingsmaßnahmen, die vielleicht mal ein, zwei Tage präsent sind, dann geht man wieder für eine Weile auseinander, hat später nochmal Präsenz. In der Zeit könnte man sich vielleicht über Community austauschen oder ein Trainer könnte neue Impulse geben. Seht ihr so eine Art von Verwendung solcher Communities in Bosch Connect als Teil des Portfolios Corporate Learning der Zukunft und damit vielleicht auch den Community Manager als eine Rolle, die fürs Corporate Learning spannend sein könnte? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben intern, gerade weil es Bosch Connect gibt, schon erste Erfahrungen gemacht. Wir haben Konzepte, die Communities anschließen, also sowohl in Blended Learning Konzepten als auch als alleinstehende Communities, die zum Lernen genutzt werden können. Wie der Preis gesagt hat, wir haben dieses große Digital Learning Project und wir werden uns in dem Zuge auch weitere Lernbedarfe anschauen und neue Communities oder Blended Konzepte aufsetzen, die Communities einsetzen, um einfach die Möglichkeit zu geben, gerade unsere Zielgruppen, die weltweit vernetzt sind, die weltweit lernen, die schnell lernen sollen zu Themen, dass wir gar nicht die Chance haben, Face-to-Face-Trainings in der Geschwindigkeit auszurollen, einfach näher zusammenzubringen und das Tool auf jeden Fall auch massiv zum Lernen zu nutzen in der Zukunft. Also es ist eine ganz große Frage, die wir uns jetzt stellen und wo wir gerade die Bedarfe suchen, um Lösungen zu finden. Ja, und wie und in welcher Form Community Manager da eine Rolle spielt, das werden wir uns mit der Katharina in den nächsten Wochen und Monaten anschauen, weil das natürlich eine wertvolle Ressource ist, die wir nutzen können, um auch gerade am Anfang, wo Weiterbildner vielleicht vom Community Management noch relativ weit weg sind, einfach eine Brücke zu bauen, um solche Konzepte aufzusetzen. Ja. Was man vielleicht noch ergänzen darf, wir hatten am Montag auch darüber gesprochen, dass Lernen auch dort stattfindet, wo gearbeitet wird. Ja. Und das Schöne an Bosch Connect ist eben, dass die Technologie im Arbeitsalltag genutzt wird. Katharina hat darüber referiert. Und Lernen jetzt eben auch dort stattfindet. Und der Lerner nicht irgendwo anders hin muss zum Lernen, sondern im Prinzip in der Bosch Connect Umgebung bleiben kann und sich dort auch bewegen kann. Also wir schaffen hier kein Learning-System, wir nutzen auch werden auch keine zusätzliche Community nutzen für Community Learning, sondern wir bleiben an Ort und Stelle. Ja, sehr gut. Ich hatte ganz kurz so als Meta-Information noch mit Katha gerade ein bisschen hin und her geschrieben, sie kommt in die Session nicht mehr rein, haben aber auch nur noch 5 Minuten. Ich habe mit ihr jetzt vereinbart, dass ich aus dem Chat die Fragen, die noch offen sind, einfach rauskopiere, ihr per E-Mail schicke, sie beantwortet die und wir posten die dann einfach in den Blog auf percolearn.de. Also das heißt, die kriegen wir auf jeden Fall noch beantwortet. Ich würde, nachdem wir 6 Minuten noch haben, einfach die Teilnehmer nochmal einladen, falls ihr jetzt noch eine Frage habt an die Kollegen vom Bosch Training Center. Da ist in Bezug auf Social Learning, Community-Based Learning, WOL oder klassisches Learning, dann können wir die Zeit nutzen. Ansonsten würden wir einfach ein bisschen eher schließen. Also ich schau mal, wer mag, kann jetzt einfach nochmal sich einklinken, Mikro an und Frage stellen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Muss man einen Countdown machen? 3, 2, 1 und Zuschlag. Okay. Dann möchte ich auch in Abwesenheit einfach der Katha danken, dass sie sich die Zeit genommen hat. Auch euch, dem ganzen Team von BTC, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wir werden die Fragen jetzt rauskopieren und Katha schicken und dann entsprechend einfach zusammen mit der Aufzeichnung jetzt von der Session veröffentlichen. Alles klar. Vielen Dank euch allen. Danke. Super, danke schön.